herzlichen Dank auch für den netten Auftakt und das Treiben. Das hat die Politik tatsächlich gelegentlich nötig. Allerdings, wenn ich da von mir selbst ausgehe, habe ich nicht den Eindruck, als wenn ich dann noch mehr Triebkräfte brauche. Ich fühle mich manchmal selbst ziemlich getrieben, gerade wenn ich mir den heutigen Tag anschaue. Und der war so chaotisch, dass ich an keiner der drei namentlichen Abstimmungen heute teilnehmen konnte. Teures Unterfangen übrigens, sondern ein totales Durcheinander hatte wegen verschiedensten anderen Herausforderungen. Ich bin ja unter anderem Ostbeauftragter der Bundesregierung. Und insoweit bin ich natürlich in besonderer Weise für eine Region zuständig, die an der Spitze des Fortschritts steht, was die demografische Entwicklung in unserem Land angeht. Und heute hat die MPK Ost stattgefunden, die Ministerpräsidentenkonferenz Ost, wo die ostdeutschen Ministerpräsidenten sich treffen und gemeinsam mit dem Beauftragten der Bundesregierung für die neuen Bundesländer ihre Themen besprechen, adressieren an die Bundesregierung, Erwartungen äußern. Da habe ich teilnehmen dürfen. Und jetzt freue ich mich, bei Ihnen zu sein, zu einem wirklich spannenden Thema, das aus meiner Sicht vielleicht zurückkommt auf den Eingang, doch von etwas getrieben ist, was wir schon seit Jahrhunderten kennen und auch beklagend immer wieder hören, nämlich den Wandel. Und wenn man die aktuelle Diskussion verfolgt, könnte man meinen, der Wandel sei das eigentlich Verbindende von ganz, ganz vielen Themen, etwa beim demografischen Wandel, beim Klimawandel, beim Strukturwandel und nicht zuletzt auch beim Wandel etwa im Bereich der Digitalisierung. Und tatsächlich sind das nicht einfach nur hohle Phrasen oder Schlagwörter, sondern sie gehören ganz praktisch zum Alltag und führen dazu, dass sie Unruhe auch in die Gesellschaft bringen, Verunsicherung mit sich bringen. Und wir erleben und können das, glaube ich, auch alle feststellen, dass sich natürlich unsere Welt, unsere Gesellschaft, unser Land in den letzten 20 Jahren massiv, manche sagen sogar dramatisch, gewandelt hat. Und wir alle spüren, dass die Dynamik der Veränderungsprozesse nicht abebbt, sondern eher zunehmen wird, dass auch die nächsten vielleicht 20 Jahre, vielleicht auch weitere Zeitläufe mindestens genauso einen dynamischen Wandel erfahren werden, wie wir es bislang erfahren haben. Es führt dazu, dass hohe Verunsicherung auch in der Gesellschaft besteht, weil die eigentliche Frage ist ja nicht nur, dass man sorgenvoll auf das schaut, was sich in der Vergangenheit verändert hat, sondern vielleicht noch viel sorgenvoller nach vorne schaut auf die Entwicklungen, die möglicherweise noch kommen. Und Aufgabe der Politik ist es natürlich, all diese Einzelpunkte in den Blick zu nehmen und eine Strategie zu entwickeln, die dafür sorgt, dass man dauerhaft Wohlstand, Wachstum, aber nicht zuletzt auch Stabilität und Frieden in einer Gesellschaft garantiert. Darum geht es, also alles in einer Gesellschaft zusammenzuführen. Und dabei geht es unter anderem eben auch um die Frage, was muss die Politik tun, damit der Wohlstand in unserem Land erhalten bleibt, idealerweise weiter wächst und dabei auch gerecht verteilt wird. Lassen Sie mich, wenn wir über Demografie reden, vielleicht über was Positives am Anfang sprechen, etwa die Lebenserwartung. Mir ist aufgeschrieben worden, das finde ich eine beeindruckende Zahl, dass die Lebenserwartung jedes Neugeborenen pro Tag um 6 Stunden Lebenszeit steigt. Oder anders ausgedrückt, jedes Jahr steigt die durchschnittliche Lebenserwartung in Deutschland um etwa 3 Monate an. Das ist eine enorme, ich würde sogar sagen, gesellschaftspolitisch eine dramatische Entwicklung im positiven Sinne, die natürlich damit zusammenhängt, dass wir einen enormen Fortschritt bei der Medizin hatten, dass wir eine hervorragende Ernährung haben und nicht zuletzt auch, dass wir mittlerweile in 70 Jahren einem friedlichen Umfeld leben und das auch genießen können. Wenn wir einen Blick zurückwerfen, vielleicht ganz weit zurück in die Bibel, da heißt es, Psalm 90, unser Leben wäre 70 Jahre und wenn es hochkommt, sind es 80 Jahre. Dass man früher älter werden konnte, das war kaum vorstellbar. Vielleicht in München oder in der Dichtung, wenn etwa von Methusalem die Rede war, dass man älter als 100 Jahre werden konnte, war praktisch unvorstellbar. Sowas gab es normalerweise nicht. Heute kennen wir das Lied, dass mit 66 Jahren das Leben überhaupt erst anfängt. Früher war es da für die meisten schon lange vorbei. Und das Geschenk des langen, meist auch gesünderen Lebens bedeutet, dass natürlich der Anteil der Älteren in unserer Gesellschaft
vor allem aber auch der Rentner in unserer Gesellschaft deutlich steigt und die längere Lebensarbeitszeit eben nicht in Arbeit verbracht wird, sondern im Ruhestand. Das wirft für die Entwicklung unserer Gesellschaft eine Reihe von Fragen auf. Wie können wir etwa angesichts dieser demografischen Entwicklung dauerhaft unsere Wirtschafts- und Innovationskraft sichern bei einer immer älter werdenden Gesellschaft? Wie sichern wir den Bedarf an Fachkräften, wenn in wenigen Jahren etwa doppelt so viele Menschen in den Ruhestand gehen, wie junge Menschen in den Arbeitsmarkt eintreten? Wie müssen wir unser Sozialsystem gestalten, damit keine Generation überfordert wird? Welche Auswirkungen hat die Veränderung der Altersstruktur auf unser Zusammenleben? Was heißt es zum Beispiel auch für die Politik, wenn die Älteren die Mehrheit der Wähler stellen? Und was kommt im Gesundheits- und Pflegesektor auf uns zu? All diese Fragen, das lässt sich schnell erkennen, zeigen, wie vielfältig die Auswirkungen der demografischen Entwicklung sind. Und es gibt eben kaum einen Bereich in Gesellschaft und Politik, der nicht davon betroffen ist. Und deswegen braucht es einen ganz breiten Dialog, das, was Sie auch organisieren, zwischen Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft und nicht zuletzt auch der Zivilgesellschaft. Es hört sich alles so schön dahingesagt an. Es hört sich auch so an wie die üblichen Floskeln in der Politik. Aber ich glaube, am Ende ist dieser Dialog nicht genau nur das Richtige, sondern er ist zwingend notwendig, um sicherzustellen, dass wir nicht einseitig nur Interessen von bestimmten Bevölkerungsgruppen in den Blick nehmen und vielleicht auch dann die einen oder die anderen gegeneinander ausspielen. In meinem kurzen Vortrag will ich mich, das ist irgendwie naheliegend, als parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Wirtschaft und Energie so ein bisschen auf die wirtschaftliche Gemengelage konzentrieren. Denn hier machen sich natürlich die demografischen Herausforderungen besonders bemerkbar. Wenn wir uns die aktuelle Situation anschauen, wird man feststellen können, dass die Entwicklung, die wirtschaftliche Entwicklung in unserem Land so gut ist wie seit den 60er Jahren nicht mehr. Aber ich will nicht verhehlen, dass bestimmte Entwicklungen ihre Schatten mittlerweile natürlich auch vorauswerfen. Sie haben sicherlich wahrgenommen, dass im dritten Quartal diesen Jahres die Wirtschaft nicht mehr gewachsen, sondern leicht geschrumpft ist. Das hat was zu tun mit dem Thema Dieselskandal, mit den gekappten Absatzmöglichkeiten der Automobilindustrie. Das hat etwas zu tun mit der handelspolitischen Gemengelage, vor der wir weltweit stehen. Und das hat auch was damit zu tun, dass viele Unternehmen mittlerweile Wachstumshemmnisse haben, aus der Problematik heraus ausreichend Fachkräfte zu finden. Und dieses Thema, die knappen Fachkräfte am Arbeitsmarkt, wird sich in den nächsten Jahren als Problem sicherlich noch eher verstärken. Und die meisten Unternehmen in unserem Land sagen auch, dass Fachkräftemangel ihr größtes Geschäftsrisiko ist. Jedes vierte Industrieunternehmen und jeder fünfte Dienstleister findet nicht mehr genug Personal. Kürzlich habe ich etwa von einem Hersteller von Badarmaturen gehört, dass er sagte, wir könnten ja noch mehr produzieren, aber das, was wir produzieren, können unsere Abnehmer nicht mehr einbauen. Denen fehlt schlicht an den Handwerkern, die am Markt in der Lage wären, die Badarmaturen noch tatsächlich in die Bäder zu bringen. Das heißt, insbesondere für die kleinen, für die mittleren Unternehmen wird die Rekrutierung von Fachkräften viel, viel schwieriger, als es heute schon ist. Und diese Situation wird sich weiter verschärfen, insbesondere dann, wenn die sogenannten Babyboomer eben in den nächsten Jahren noch verstärkter in den Ruhestand gehen. Und deswegen ist es, glaube ich, erforderlich, dass die Politik schnell mit einem ganzen Bündel an Maßnahmen darauf reagiert. Am 6. November hat etwa die Bundesregierung eine Fachkräftestrategie vorgestellt. Da geht es zum einen darum, dass inländische Fachkräftepotenzial noch besser zu nutzen, also unter anderem etwa die höhere Erwerbsbeteiligung von Frauen, die höhere Erwerbsbeteiligung von Menschen mit Migrationshintergrund, aber eben auch die Nutzung des Wissens und der Kompetenzen älterer Menschen ist notwendig, um auch künftig sicherzustellen, dass wir ein breites Fundament an qualifiziert Beschäftigten haben. Und ich sage ganz klar, wir können es uns nicht leisten, dauerhaft Anreize zu setzen, Beschäftigte aus dem Arbeitsverhältnis weg und in den Ruhestand zu locken. Wir sind gut beraten, in der Politik und auch die Unternehmen alles dafür zu tun, Arbeitskräfte so lange als irgend möglich in der Beschäftigung und im Unternehmen zu halten.
Ich kann dem gar nicht widersprechen. Wir brauchen aber auch mehr Investitionen in die Bildung. Beginnt natürlich in der Schule, in Ausbildung und Studium, aber auch etwa beim lebenslangen Lernen. Ich habe vorhin den Wandel angesprochen, komme gleich nochmal darauf zurück. Und deswegen hat die Bundesregierung gesagt, wir müssen insbesondere dort ansetzen, wo die Herausforderungen am schwierigsten sind, nämlich bei den kleinen und mittelgroßen Unternehmen. Deswegen gibt es eine Allianz für Aus- und Weiterbildung, die sich dafür einsetzt, dass die duale Ausbildung passgenau für KMU dort sicherstellt, dass auch künftig mit Ausbildungsplätzen auch Arbeitskräfte, Auszubildende gewonnen werden können. Und wir müssen feststellen, dass auch unser inländisches Arbeitskräftepotenzial noch nicht voll ausgeschöpft ist. Darüber hinaus brauchen wir auch und gerade im Bereich von Pflege, im Bereich der Krankenhäuser natürlich auch Fachkräfte aus dem Ausland, aus dem europäischen Ausland, aber auch aus Drittstaaten. Und deswegen hat die Bundesregierung ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz auf den Weg gebracht. Gerade in dieser Woche ist das Fachkräfteeinwanderungsgesetz in die Kabinettsabstimmung gegangen, um sicherzustellen, dass wir künftig diejenigen, die wir in unserem Land besonders benötigen, auch tatsächlich zu uns nach Deutschland zu locken. Aus meiner Sicht ist es ganz wichtig, dass wir dieses Thema verbinden mit einer politischen Kommunikation, um den gesellschaftlichen Frieden im Land zu wahren, dass wir steuernd diejenigen in unser Land holen, die wir hier tatsächlich dringend benötigen. Und jeder, der ins Krankenhaus geht, jeder, der in ein Pflegeheim geht, jeder, der schaut, wie die Stadtreinigung in Berlin funktioniert oder in der Gastronomie gearbeitet wird, kann uneingeschränkt bestätigen, dass es ohne ausländische Fachkräfte überhaupt nicht funktioniert. Und deswegen werden wir darauf achten, dass wir eben nicht nur künftig ganz hochqualifizierte Akademiker, sondern auch Fachkräfte, die nicht akademische Berufe haben, zu uns nach Deutschland locken. Die reine Rechtsänderung wird aber nicht das sein, was uns allein hilft. Wenn wir uns die Situation heute anschauen, stellen wir fest, dass der eigentliche Flaschenhals der Zuwanderung nicht die Regulatorik ist, sondern die Schnelligkeit der Bearbeitung von Anträgen häufig. Das heißt, wir werden in den nächsten Jahren noch stärker, als es jetzt schon gerade in diesem und im letzten Jahr auf den Weg gebracht wurde, Mitarbeiter benötigen, die in den Konsulaten und Botschaften die Einwanderungsanträge, also die Anträge auf Zuwanderung einer Arbeitsgenehmigung bearbeiten. Wir brauchen ein Image, dass diejenigen, die wir in unserem Land kommen, auch tatsächlich zu uns kommen. Deswegen haben wir ein Informationsportal gerade Anfang diesen Monats auf den Weg gebracht. Make it in Germany, ein einheitlicher Internetauftritt von Deutschland im Ausland, soll sicherstellen, dass wir in der Lage sind, auch diejenigen zu uns zu holen, die wir tatsächlich brauchen. Und wir müssen ein Thema in den Blick nehmen, das ich ganz am Anfang schon mal genannt habe. Wir brauchen insgesamt eine höhere Produktivität, die nur dann zu erzielen ist, wenn wir die neuen Entwicklungen, den Wandel, etwa beim Bereich Digitalisierung, Automatisierung nicht nur als Gefahr, sondern als Chance begreifen, etwa bei digitalen Assistenzsystemen, bei der Unterstützung von älteren Arbeitnehmern, aber auch in der Industrie und bei ganz vielen anderen Dienstleistungsberufen. Wenn wir sehen, wie die Entwicklung sich darstellt, glaube ich auch, dass wir als Politik beitragen müssen dazu, dass in der Mehrheit der Gesellschaft keine Angst entstehen darf. Dass in diesem Prozess der Automatisierung und Digitalisierung der Einzelne möglicherweise unter die Räder kommt, weil sein eigener Arbeitsplatz verschwindet. Wenn man sich, um ein historisches Beispiel zu nennen, mal die Landwirtschaft anschaut, da ist es vielleicht ganz besonders deutlich erkennbar, wenn Sie schauen, wie viele Menschen, 70% der Bevölkerung, noch vor über 100 Jahren in der Landwirtschaft waren und heute 1 oder 2%, dann ist es, glaube ich, ganz offenkundig. Ein Mähdrescher verrichtet heute innerhalb einer Stunde die Arbeit von 136 Menschen, die früher an einem ganzen Tag gearbeitet haben. Und ja, es sind viele Arbeitsplätze weggefallen. Und trotzdem haben wir in der Fläche unseres Landes heute keine Arbeitslosigkeit, sondern es sind viele neue Arbeitsplätze hinzuzukommen. Die Arbeit ist besser geworden, die Ernährung ist besser geworden. Und sie ist auch in vielen Bereichen lange nicht mehr so anstrengend wie früher. Zur Wahrheit gehört aber, dass die Dynamik der Veränderungsprozesse dazu führt, dass die Beschäftigungsfähigkeit von Menschen auch künftig gesichert werden muss. Deren
Arbeitsplatz vielleicht nachher ganz konkret wegfällt. Und deswegen ist es ganz, ganz notwendig, dass wir als Politik gemeinsam mit den Unternehmen dafür sorgen, dass wir eben Weiterbildung voranbringen, passgenaue Qualifizierung und, um es vielleicht wieder mal mit einem historischen Vergleich zu sagen, wenn wir meinen, dass die heutige Digitalisierung etwa ähnlich, vielleicht noch stärker einschneidend ist als die Industrialisierung, dass wir vielleicht auch heute wieder die sogenannten schlesischen Weber haben, also diejenigen, die Angst haben um ihre eigene Zukunft und in der Angst um die eigene Zukunft und den eigenen Arbeitsplatz dann auch gewalttätig übergriffig werden. Das hört sich theoretisch wie Historie an, aber wenn wir uns aktuelle Entwicklung anschauen, ist genau das ein Phänomen unserer Gesellschaft, das insbesondere in arbeitsintensiven Berufen mit niedriger Qualifizierung genau diese Sorgen bestehen. Was passiert mit mir selber bei dieser sich dynamisch entwickelnden Arbeitswelt? Und ich glaube, dort muss die Bundesregierung gerade auch mit einer Weiterbildungsstrategie eine Antwort geben, dass jeder auch für sich ganz konkret selbst die Sicherheit haben kann, dass die Menschen von heute auch morgen noch Arbeit haben. Und das Entscheidende, was wir in den kommenden Jahren tun müssen, gerade auch bei den größer werdenden Aufgaben, ist, dass wir weiter und insbesondere auf Innovation und auch auf Investitionen setzen. Die Bundesregierung hat sich dank des Koalitionsvertrages, der vorsieht, die F&E-Quote, also Forschung und Entwicklung, bis 2024 von 3% auf 3,5% des BIPs zu steigern, sich vorgenommen, in dem Bereich noch deutlich aktiver zu werden, als wir es bislang schon sind. Und vor 3-4 Wochen hat eine Studie des Weltwirtschaftsforums festgestellt, dass Deutschland im Vergleich der Wettbewerbsfähigkeit von verschiedenen Volkswirtschaften Innovationsweltmeister sind. Wir sollten uns also nicht ins Boxhorn jagen lassen, wenn es darum geht, uns mit anderen zu vergleichen und wir häufig den Eindruck haben, wir kommen international unter die Räder. Wenn es darum geht, wirtschaftliche Leistungsfähigkeit einer Volkswirtschaft zu vergleichen, Wettbewerbsfähigkeit im internationalen Kontext zu sehen, dann stellt man eben fest, dass es häufig nicht nur die ganz nackten Zahlen sind und formale Kriterien, sondern andere Dinge eben auch dazukommen. Etwa Rechtssicherheit in einem Land, Stabilität der Gesellschaft und der sozialen Sicherungssysteme, Freiheit, Offenheit der Gesellschaft. Und wenn man all diese Komponenten zusammennimmt, so das Weltwirtschaftsforum, ist Deutschland im internationalen Kontext des Vergleichs der Wettbewerbsfähigkeit von Volkswirtschaften auf Platz 3 immerhin, hinter den USA und hinter Singapur. Wenn man sich das vor Augen hält, glaube ich, dann wird uns auch klar, dass bei all den Herausforderungen, die vor uns liegen, wir nach wie vor in einer Situation sind, die besser ist als je zuvor, wenn wir uns den künftigen Herausforderungen, die schwierig sind, stellen. Das heißt, wir können heute aus einer Position der Stärke heraus uns den künftigen Herausforderungen stellen und eben auch den Herausforderungen stellen, die Änderungen für die Arbeitswelt mit sich bringen, die Änderungen, die ich gerade schon angesprochen habe, der Transformationsprozess in der Digitalisierung, Automatisierung auch für den ganz konkret Einzelnen, vielleicht für dessen soziales Leben mit sich bringt. Und ja, wir müssen sicherstellen, dass künftig Arbeit nach wie vor nicht nur Last und Mühe, sondern eben auch Sinnstiftung, gesellschaftliche Teilhabe, Sozialkontakte, Verwirklichung, Feedback und am Ende auch Zufriedenheit für den Einzelnen generiert. Und ich glaube, wir brauchen dazu in der Zukunft sehr viel mehr Flexibilität in der sich ändernden Arbeitswelt. Ganz konkret im Job für die berufliche Situation. Heute müssen Unternehmen viel, viel intensiver als früher auf den einzelnen Arbeitnehmer eingehen. Aber vielleicht auch, was die Arbeitszeit angeht, wenn wir auf das Ende des Arbeitslebens schauen. Und deswegen war es, glaube ich, ein ganz, ganz notwendiger Schritt, da wir schon sowas Tolles wie die Rente mit 63 auf den Weg gebracht haben, flankierend auch das Flexi-Rentengesetz auf den Weg zu bringen, das es ermöglicht, in einer sanfteren Art und Weise aus dem Arbeitsprozess hinaus zu phasen in die Rente und auch den sogenannten Verrentungsschock für den Einzelnen zu verhindern. Das sind, glaube ich, alles Themen, die wir künftig in den Blick nehmen müssen und wir müssen auch künftig darauf schauen, dass wir das Thema Ausphasung nicht möglichst beschleunigen, sondern eher abbremsen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das Thema Demografie hat, wie glaube ich deutlich wurde, viele Facetten, noch mehr Herausforderungen und Gestaltungsmöglichkeiten. Und wir in der Politik freuen uns auf den gemeinsamen Dialog über genau diese Themen, über die Herausforderungen, um sie auch künftig zu meistern. Und ich glaube, dass Sie genau mit Ihrer Demografiedebatte uns
dazu einen wichtigen Beitrag leisten können. Ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Lieber Herr Hürter, ich danke Ihnen sehr, dass Sie Freitagnachmittag hier bei uns sind. Wir haben dafür gesorgt, dass der nächste Zug fährt, also Sie werden ihn erreichen. Und für die Fahrt dahin haben wir Ihnen noch ein bisschen Lesestoff eingepackt, damit Sie ein bisschen was zur gesunden Ernährung dann mitnehmen können. Ganz herzlichen Dank. Ich habe dann das Vergnügen, nochmal nach Halle zu fahren heute. Da sieht man vielleicht auch in Sachsen-Anhalt das Thema demografische Herausforderungen besonders stark. Ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung und für die freundliche Begleitung. Und ich danke Ihnen nochmal herzlich für Ihre freundliche Bewerbungsrede, denn es gibt bei der Bundesregierung 33 Bundesbeauftragte, so für Waldbestand und Tourismus. Aber es gibt keinen Beauftragten für Demografie. Es gibt auch entgegen unserer Forderung vom Bundesverband kein Ministerium für Demografie, kein Staatsministerium für Demografie. Aber Sie, glaube ich, mit Ihrer Bewerbungsrede wären ja der erste gut geeignete Kandidat dafür. Damit ein schönes Wochenende. Vielen Dank. So, ich halte es jetzt mit Wolfgang Schäuble, dem Bundestagspräsidenten aus Schwaben. Wir haben heute viel über Schwaben gesprochen. Ich danke Ihnen sehr herzlich, dass Sie heute und gestern bei uns waren, so viel Geduld mit uns bewiesen haben und ich sage, it's over. Kommen Sie gut nach Hause und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Applaus